Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Valheim. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Hallo. Und unsere Skelette sind nicht mehr Hallo. da. Ne? Der Mike hat noch ein bisschen sich blocken, hat sich noch ein bisschen mit denen, ne, geblockt und so weiter und so fort. Und dann haben die Skelette irgendwann gesagt: Nö, reicht jetzt. Gehen wieder. Kein Bock mehr. Ja, wir sind weiter am Bauen. Ne? Mike da oben, ich hier unten. Den hätte ich dann Block doch. Level 11. Okay. Was bist du blocken? Warte, muss ich nachschauen? Da ist das. Blocken 8. Okay. Ja gut, mein höchstes ist Sprint mit Level 48. Warte, ich schaue, was bei mir das Höchste ist. Natürlich auch Sprinten, aber mit 58. Oder mit 58, ey. Ich bin halt viel gerannt. So wie es aussieht, brauche ich diesmal wirklich Steine. Ich glaube nämlich, wir haben gar keine mehr jetzt. Unten mal im Keller noch gucken, ob da noch ein paar Steinchen vielleicht rumliegen. Und oben in den Truhen natürlich auch. Aber früher oder später werden wir Steine holen müssen. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Aber noch nicht jetzt. Ah! Oh, das waren zu viele. Schlich ein. So. Da sind noch ein paar Steine. Sehr schön. Sehr schön. Also ich erschrecke mich ja ab und zu schon vor diesen Köpfen, die hier überall rumhängen von irgendwelchen Kreaturen. Wieso denn das? Weiß ich nicht, weil die stellenweise einfach aussehen, als würde da irgendein Monster stehen, weil das dann immer die Köpfe von irgendwelchen Monstern sind. Ach so. Hast schon gesehen, dass das Neue, was an der Hauswand hängt? Ja, den habe ich schon gesehen. Der ist sehr, sehr dunkel tatsächlich. Ich finde es so schade, dass der so tief runter guckt. Ja. Der wäre etwas optisch ansprechender durchaus möglich. Sind wir mal ehrlich. Weil ich meine, dass man da schön was erkennt, dass da ein bisschen Helligkeit im Gesicht auch ist. Hängt das Spiel jetzt, oder? Weiß ich nicht, kann da gerade auch nichts irgendwie abbauen. Ah, jetzt. Okay, strange. Ich habe mich gerade schon gedacht, im Moment, jetzt kann ich gar nichts mehr abbauen. Was ist jetzt los? Das kann doch nicht sein. Kommen wir hier gleich wieder Skelettüberraschung oder irgendwas angerannt. So. Ja, hier sind wir ja dann gerade. Dann können wir so ein bisschen nach da hinten und ich hier fast, also ne, die Mauer, ich glaube, wir müssen da auch so eine Mauer machen, weil das sieht halt schon geil aus. Sind wir mal ehrlich. Das ist zwar wesentlich teurer und ne, aber optisch geil. Ja, dann, wenn wir den so machen, dann müssen wir halt da noch einen dahinter setzen. Dann kann man da auch mal ein bisschen durchgucken kann man, aber das ist ja okay. Das heißt, wenn man den dann mal eigentlich. Das ist gar nicht so einfach mit dem Platzieren dann. Nein, nein, nicht da hinten einrasten. Nein, nicht da hinten einrasten. Wer rastet, der rostet. Ich meine, du sollst ja einrasten, aber nicht da. Da müssen wir da noch ein bisschen was wegnehmen, glaube ich, weil das gefällt mir aktuell ziemlich gut. Ja. Ja. I like. Big Butts and I cannot lie. All the other brothers can't deny. Hier will er Bist du natürlich. gegen Ja?
Tschüss, Yogi. Ja, was? Tschüss. Ich hab da oben das Ding zugemacht. Achso. Wo? Hä? Das... Was? Ich hab hier das Loch zugemacht. Achso, ja gut, da konnte ich schon länger nicht mehr raus. Ich hab hier eine Mauer. Deswegen habe ich das gerade auch nicht so mitgekriegt, sag ich mal. So, Stein. Du sollst hier bitte drauf ploppen. Nicht da drauf, hier drauf. Auf Kante. Nee, das nicht. Na, so steht er leicht über, was ja eigentlich nicht schlimm wäre, weil, ne, das wird die Baukunst ja eigentlich nur noch... Weil, ne, perfekt gerade hat ja bestimmt hier keiner gebaut. Aber ich will trotzdem nicht so Ultramacken da drin haben. Oh, ich glaube, jetzt muss ich da drüben trotzdem nochmal raus. Das hat der Mike da gerade zugemacht. Mhm. Ne, warte, ich mach wieder auf. Ja, ich muss tatsächlich von deiner Seite da kurz einmal dran... Hallo. Hallo. So, ich glaube, das reicht schon. Ja, ich habe das vollkommen an der falschen Stelle platziert. Das hat nicht gereicht. Ich komme wieder. Ah, nehmen wir. Muss dahin. Ist das jetzt die richtige Stelle gewesen? Aha. Ich müsste eigentlich jetzt die Mauer kaputt machen, um da immer wieder durchzulaufen, aber ne, ich möchte die Mauer nicht kaputt machen. Das ist immer noch nicht die richtige Stelle. Vielleicht sollten wir den hier wegmachen. Dann können wir da besser durchgucken. Und dann können wir den da vielleicht auch ordentlicher platzieren. Und dann können wir den anderen ja so, ne, von der Seite und. Nein, das ist dann vielleicht die bessere Methode. Dann wenn man den, der muss ja jetzt da dran und dann können wir den. Ah, der will da nicht rein. Okay. Okay. Merke ich mir. Ich merke mir das Spiel. Das merkt der Junge sich jetzt. Richtig, jetzt merkt er sich das. Und du als Spiel machst da gar nichts. So, sehr schön. Ich meine, ne, das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich finde das eigentlich so ganz, ganz sneaky. Sneaky. So, jetzt müssen wir nur noch gucken. Das heißt aber, ich muss wahrscheinlich hier kurz den Boden wegmachen. Nicht befestigen. Ich hätte gerne den Hammer als Tool. Dankeschön. Aber wenn der Boden da weg ist, dürfte ich den ja hier da drauf machen. Ach, scheiße, nein. Der Boden muss weg, dass ich es drauf machen kann, aber der Boden brauche ich, um es einzurasten. Super. Das bringt dann... nochmal rein? Ich glaube nicht tatsächlich. Keine Angst, ich mache das auch wieder ganz. Ich weiß nur nicht, wo ich hier baue. Da baue ich. Oder? Ja. Okay. Und nur jetzt fehlen mir jetzt nicht wirklich sechs Steine, fünf Steine. Dir fehlen fünf Steine? Ja. Mike, ich glaube, ich kann dir fünf Steine geben. Ja? Ich habe da so die Vermutung, dass das möglich ist. Wenn du nicht in mein Loch fällst. Jetzt habe ich 14 Steine. Auch gut. Dann hast du deine Steine. Das ist ja in Ordnung. So, okay. Wenn wir hier mal die Wand wieder hinbauen. Irgendwer hat die abgerissen. Ich verstehe auch nicht, was das ist, war. Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, ja. Also du musst jetzt nicht mehr rein. Nee. Ich glaube nicht. Berühmte letzte Worte. Jetzt fehlen mir wieder Steine. Mist. Wenn ich... Das könnte natürlich... Aber den kann ich nicht wegmachen. Das heißt, ich sollte ihn hier wegmachen. Den und den. Dann mache ich... Ihr habt einen Stein im Gesicht. Super Stein. Ich brauche wieder einen Invite. Ja, bekommst du. Ist doch gar kein Problem. In Lobby einladen. Was? Jetzt ist der einfach umgekippt. Arschloch.
Stein. Der könnte auch mal ruhig an der Decke kleben bleiben. Ganz ehrlich. So, dann bauen wir jetzt den und dann machen wir den in der Mitte weg. Dann dürfte er jetzt da oben hängen bleiben. Sehr schön. Oh yeah. Oh yeah. Es ist ja schon so vermaledeilte. Nein, muss ich ihn von da drüben platzieren? Nein, es hat funktioniert. Okay, super, super. Sollen wir den vielleicht nochmal wegmachen und dann ein Stück nach vorne? So. Ja? Jetzt brauche ich erstmal wieder Holz. Naja, und dann ein bisschen Steine. Nein. Nein? Nee. Okay. Ich muss erstmal einen Hammer reparieren. Ja, okay. Dann mach das. Mach ich. Sag's dir ganz ehrlich, reparieren einfach. Fehlende Voraussetzung, Steine. Mhm. Ja. Hey, ich war in der falschen Werkbank. Ah, scheiße. Und jetzt? Ah. Oh, Mist, ey. Jetzt musst du wieder woanders hinlaufen. Mhm. Ey, was ein Scheiß. Was ein Scheiß, ganz ehrlich. Erdbeben. Erdbeben. Earthquake. So. Also hier oben sind schon mal keine mehr. Das heißt, wahrscheinlich haben wir jetzt da unten die letzten Steine. Aber die snacken wir uns natürlich auch noch. Bevor wir auf Steintour gehen. Da unten schaufeln wir ja nur Erde raus, da kommen ja keine Steine mehr mit. Na gut, wenn wir gerade schon hier oben sind, können wir auch mal ganz geschwind den Hammer reparieren. So. Und wieder ab in den Keller. Ab in die Dunkelheit! Nope, der war falsch. Hab ich doch genau gesehen, Spiel. Hat der Yogi doch genau gesehen. Das hat er gesehen. Na, da kann das Spiel hier, kann mich da nicht verarschen. Nee. Blub. Spiel stillhalten, stillhalten, still. Komme ich jetzt hier nicht mehr raus oder was? Doch, geht doch, einwandfrei. Ah, dann müssen wir den tatsächlich so machen. Das heißt, dann müssen wir. Der soll ja auf der Höhe sein. Das heißt, den machen wir so versetzt dahin. So schön, ja. So. Dann da einen rein. Man, den hätten wir jetzt mal angepasster machen können. So. Die Reihe müssten wir eigentlich jetzt versetzen. Also ich glaube, war die richtige Entscheidung, doch so eine Wand zu machen. Was auch immer da drunter ist. Gebe es her, Spiel. Aha, Steine. Nehme ich. Das ist natürlich die Frage. Ne, machen wir einen großen Raum, wo einfach die Kisten an der Wand stehen? Machen wir Zwischenwände rein? Und wir könnten auch, wenn wir jetzt, ich sag mal, hier Truhen hin tun, hier Truhen, 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 so eine Säule machen und an die Säule unten noch Truhen dran. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Dann hätten wir den Vorteil, dass, ne, wir auch eine gewisse Stabilität natürlich bekommen. Habe ich Holz einstecken? Ja, gut. Und wir können jetzt zum Beispiel sagen, hier Truhe, hier eine Truhe, hier eine Truhe. Und dann kommt beispielsweise hier, bauen wir eine Säule hin. So, warte, das müssen wir direkt nochmal kaputt machen. Es schwebt! Schwarze Magie. Hier hat man es, ne? Das entsprechend auch anpassen. Es schön zusammensteht und wackelt. So, weil da oben, ne, haben wir gerade schon gesehen, war orange. Jetzt ist es wieder stabil. Dann könnte man nämlich sagen, eine Werkbank wollte ich jetzt nicht hinstellen. Aber wir könnten natürlich hier jetzt auch wieder Truhen rundherum machen. Jetzt habe ich kein Holz mehr, aber ich glaube, man versteht die Idee so ein bisschen. Dann könnte man nämlich dann hier wieder Truhen machen und dann hat man da ab und zu so eine Säule. Drüber vielleicht noch ein Licht, dass wir auch was sehen. Ich glaube, das wird ganz hübsch. So, jetzt kann ich noch zweimal. Ne? Zwei Boden kriegen wir noch hin. Und schon falsch. Schon falsch gebaut. Ne? So. Ja, und jetzt fehlen Voraussetzungen. Das wäre natürlich noch eine Überlegung wert, ob wir so hier oben so Verzierungen dranhauen. Oh, da sehe ich uns. Aber gut, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Steine besorgen müssen. Das ist natürlich die Frage, wollen wir Steine besorgen, indem wir Steine besorgen? Oder wollen wir Steine besorgen, indem wir Kupfer holen? Oder Zinn oder ne, irgendwie sowas. Können auch Silberfarmen gehen währenddessen. Wäre natürlich auch eine Option. Ich meine, da ist ja jetzt nichts mehr, was uns gefährlich werden kann. Dementsprechend, ne, ist ja eigentlich ganz nett da. Würde aber tatsächlich dann Eiteressen mitnehmen. Einfach, ne. Was bringen die Wolfs? Die bringen 65. Die Würstchen 55. Ja, nehmen wir. Immer die Würstchen. So ein paar schöne Bratwürstchen hier. Wiener Würstchen. Das reicht mir ja. So, dann stecken wir hier mal kurz nochmal alles rein, was geht. Wenn wir schon hier sind, ne? Ich habe nichts mehr zum Stecken. No items to stack. Pilzei, Geld. So, dann sollte ich vorher natürlich die Spitzhacke auch reparieren, weil sonst bringt das relativ wenig, wenn ich irgendwo hingehe, um was abzubauen. Und dann würde ich sagen, packen wir uns die Wünschelrute, gucken mal, wo Silber ist und bauen Silber ab. Und dazu gleich Steine. Haben wir beides, ist auch eine schöne Sache. Ich glaube, da können wir nicht viel falsch machen mit. Nur die Wünschelrute finden. Da ist sie nicht. Vielleicht unter Werkzeuge. Das wird ja fast Sinn machen dann. Deswegen liegt sie da auch nicht. Mike, hast du eine Ahnung, wo wir unsere Wünschelruten haben? Ich habe meine einstecken. Okay. Müsstest du deine nicht in deiner Truhe da haben bei deinem Bett? Ja, das hätte ich jetzt auch vermutet, aber da ist sie natürlich nicht. Da habe ich einen Schlüssel drin und ein Schwert Ach und so. eine Hoe. Unten, Yogi. Ah, hier drüben in irgendeiner Truhe. Wunderbar. Dankeschön. Bitteschön. Wir sollten vielleicht vorher schlafen, dass ich auch was sehe. Was hältst du davon, wenn wir uns kurz hinlegen? Kleines Schläfchen machen. Aber an der Stelle würde ich sagen, beenden wir auch die Folge, weil, ne, fürs Schläfchen machen müssen wir jetzt nicht da bleiben. Dementsprechend sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare und übermorgen, 16, nein, 17 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.
Mhm.